Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Na schön, mal sehen, was der alte Mann will. Warte. Nachdem sind die nördlichen Regionen gesperrt. Aber warum denn? Plündercamp jagt. Hä, wieso denn? Ach Manu. Okay. Vielleicht sind sie nur für die Mission gesperrt, wenn ich es richtig, wenn ich es jetzt nicht falsch verstehe. Das war jetzt echt doof, Mann. Du kennst deinen Weg über den Tielsenpass. Du hast mal gesagt. Ich sagte gar nichts. Geh weg, ich kann nicht. Komm schon, Dick. Zeichne einfach eine Karte. Nach allem, was du getan hast. Nach allem, was ich. Und was hast du getan, alter Mann? Ha? Sherman's jetzt Camp, was weg, du was getan hast. Hey, lass mich in Ruhe. Zu. Was, wenn? Wenn du es zurücknehmen könntest, es in Ordnung bringen. Als ich Sarah zum Heli gebracht hatte, war ich erleichtert. Wie krank ist das? Ich war erleichtert. Mike, damit musste ich leben. Und jetzt jagst du Geister. Du glaubst, deine Frau zu finden, falls sie noch lebt. Bringt irgendwas in Ordnung und heilt dich. Ich weiß nicht, aber ich versuch's. Na gut. Wenn ich das tue, was du willst, dir den Weg über den Pass zeige, kommst du nicht zurück. Okay, versprich es mir. Du kommst nicht zurück. Alles klar. Oh, Scheiße. Jetzt muss ich mit Busa reden. Gut, hier sind wir. Die nördlichen Gebiete sind jetzt wie in welchem Sinn gesperrt? Wie komme ich hier jetzt überhaupt wieder raus? Ach, da unten ist der Eingang. Ich laufe gerade irgendwie falsch. Ah. Gut, wo müssen wir hin? Was weiter geht's? Durch das Treffen mit Busa wird die Story weitergeführt. Okay. Ach du Scheiße. Letzten Winter. Oben am Farewell Ridge. Wir sahen die Freaks. Tausende. Tausende. Zu viele, um zu zählen. Ja, ich erinnere mich. Und ich dachte nur, wir alle, Männer, Frauen und Kinder, sind jetzt heimatlos. Sind verdammte Flüchtlinge. Ah. Die Welt gehört jetzt ihnen. Wir werden überleben. Ja, das schaffen wir ganz gut. Aber das ist kein Leben. So wie Jack, wenn man sagte, scheißegal, zu welchem Ziel du unterwegs bist. Aber du musst immer wissen, wo dein Zuhause ist. Tja, wir haben nie drüber geredet, warum wir die Kutten noch trugen. Trotz dieser ganzen Freakshow, also als sowas schon lange keine Bedeutung mehr hatte. Ja, Gewohnheit, glaube ich. Die letzten beiden Mongrels, Farewell-Originale. Die Biker-Boys, die übelsten Drifter auf der Broken Road. Verdammt richtig. Ja, ich schätze, wir waren sowas wie eine Marke. Ja.
Wir waren ja vieles, aber bestimmt keine Marke. Als wir Farewell verließen. Ohne Sarah, ohne Jack, ohne alles. Da wusste ich, dass wir alles hinter uns lassen würden. Alles, was wichtig war, war weg. Nur das nicht. Du wirst wieder allein los, hm? Ja, das werde ich wohl. Komm her, Jack. Geh rein. Na los. Oh, ist der süß. Wenn sie da draußen ist, findest du sie. Deke, bist du fertig? Ja, Mike. Ich bin bereit. In Ordnung. Triff mich am Tor. Es dauert nicht lange, dann bin ich da. Und lass mich gar nicht warten. Mike, Ende. Ja, klar, Mike. Ganz wie du meinst. Bin auch schon da. War vor dir da. Kick. Big Mike bringt dich also über den Pass? Ja. Glaubst du wirklich, sie lebt noch? Milliarden Menschen sind tot, aber sie hat es geschafft? Hey, wir doch auch, oder nicht? Wenn ich jetzt aufgebe, wenn ich das nicht tue... Himmel, dann ende ich am Ende noch wie hier. So wie wir. Ja? Wie Iron Mike, wie Boozer? Du nennst uns Camper, ja? Fahr los. Und finde deine Frau. Du weißt, wo du mich findest. Hey, weißt du, was ich glaube, Deacon? Ich glaube, dass du hast Angst, hier zu sein. Du hast Angst, ein Teil von etwas zu sein. Wir brauchen dich und das macht dir höllische Angst. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Bereit? Ja, wie immer. Sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Komm, hier lang. Okay, ich folge dir. Okay, fahr nicht rein. Mal angeln mit Jack. Früher, weißt du? Im Ernst? Es biss einer an. Er wusste nicht, was er damit anstellen soll. Das klingt nach Jack. Er hatte den Club fest in der Hand. Klar, ihr habt schon ordentlich auf den Putz gehauen damals. Aber ich glaube nicht, dass ihr gemordet habt. Nicht kaltblütig. Das ist kein Mord, wenn sie zuerst schießen. Weißt du, wie viele Touristen im Sommer immer herkamen? Ein paar. Tausende. Und selber
viele. Stoßstange an Stoßstange. SUVs und Camper voll mit hysterischen Müttern, saufenden Vätern und rotznassigen Kindern. Überall nichts als Schlapphüte, Hawaii-Hemden und Flipflops. Den ganzen Sommer strömen sie wie knallbunte Ameisen von L.A. über Farewell hierher. Pausenlos. Gut, dass wir damals keine Touren hierher gemacht haben. Motorradfahren muss gelernt sein. Taxi. Ich habe keine Wahl, Mike. Ach gut. Komm, folge mir einfach. Das ist jetzt lächerlich. Ja, okay. Jetzt sehe ich nichts mehr, weil die Sonne reinscheint. Scheiße. Schneegebiet. Schönes Gebiet auf jeden Fall. Wow. Ich kann es wieder ganz weiß. Gut, da sind wir. Mein Weg endet hier. Folge einfach dem Weg. Er führt dich vom Berg runter und weiter ins Diamond Lake Tal. Ich wünsche dir Glück. Ich hoffe, du hast recht und deine Frau ist noch am Leben. Ist sie? Tja, vielleicht. Aber frag dich mal selbst, Dick. Ist das noch wichtig, wenn alle anderen tot sind? Ja, alles klar. Auch kaum Grip hier. You never know what tomorrow may bring. One life next to you could be a memory. I've idolized, I've memorized your face. Just in case the need lasts me eternity. Gut. It's a shame that it ain't enough for me. Life's for the live, I won't be given up. Cause you taught me how to, you taught me how to love. Wenn du da bist, finde ich dich.
Henker. Ach du Scheiße, ein Bär. Was ist ein Ranger, Bär? Oh, ich hab gleich keine Muni mehr. Aua, 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 aua. Scheiß Rager Bär. Run. Zombiebären. Ach du Scheiße, Mann. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, was sie ohne sie gemacht hätten, Mann. Oh, Mann. Okay. Er ist tot. Alles cool. In der Stunde. Oh Gott. Ich bin Russell. Ben Russell. Das ist Private Mullins. Rick. Hey, Rick. Ich bin Deacon St. John. Sagtest du Private? Ja, Sir. Der Schutz County Miliz. Sie sind nicht von hier. Kamen Sie über den Pass? Oh, nein, ich war nur unterwegs. Ich komme von den Salt Flats, östlich vom Silver Lake. Was? Was zum Teufel wollen Sie, Mann? Wie sind Sie über die 97 gekommen? Oh, Himmel, Mann. Was? Der Kerl hat dir das Leben gerettet. Der Colonel sagte, wir sollen nach Eindringlingen Ausschau halten, im Norden und Süden. Verdammt, krieg dich wieder ein, Mann. Soll sich der Captain drum kümmern, okay? Gut. Er hat gerade einen Ranger getötet, Mann. Kommen Sie mit. Wir haben ein Camp beim Diamond Lake. Essen und ein Bett für Sie ist das Mindeste. Okay, ja, klingt gut. Und Flores, wir können ihn nicht hier lassen. Bleib du hier, ich hol Benzin für uns. Nein. Hör zu, bleib hier. Nimm notfalls die Munition. Du packst das. Okay? Los. Kurz in Warzone gelandet. Ich folge dir. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. In den letzten Wochen gab es Ärger mit Herumtreibern. Okay, gut, dann fahren wir ganz kurz. Okay, kapiert. Also, der Schutz County Miliz? Naja, Hauptsache, sie versorgen mich. Wenn ich dafür Soldat spielen soll, dann spiele ich dafür Soldat. Wie viele seid ihr? Im Camp hier draußen? Ungefähr 100, vielleicht mehr. Schwer zu sagen. Im Hauptquartier wesentlich mehr Leute. In dem Fall gibt es doch noch ein viertes Lager. Ja, okay. Auch Frauen? Oh Mann, darum geht es? Tja, vergessen Sie es. Der Colonel hat Regeln übertragt. Fraternisierung. Ja, man macht seinen Job. Folgt die Befehle und kriegt keinen Ärger. Frauen wie Männer. Dem Colonel ist das egal. Nein, ich... Hör zu, ich suche ein paar Leute und eine Frau, die mich begleitet haben. Vor einem Jahr oder so. Sie kamen aus Silver Lake und waren danach vermutlich in einem dieser Nero-Flüchtlingslager. Silver Lake? Scheiße, Mann. Silver Lake gibt's doch schon ewig nicht mehr. Ja, man verliert hier draußen verdammt schnell jedes Zeitgefühl, weißt du. Also, habt ihr Leute aufgenommen? Überlebende, meine ich, aus dem Flüchtlingslager. Vielleicht. Wie gesagt, die Armee ist halt ziemlich groß. Fragen Sie den Captain. Er kam über die Salt Flats. Yo, okay. Vielleicht weiß er es. Der Captain? Ja, Corey. Er leitet den Diamond Lake Außenposten. Wir sind fast da. Was ist das? Hier ist Corporal Russell. Auf... Moin, Meissi. Bericht. Captain, Sir, wir hatten ihn wirklich. Wir fanden sein Bike noch warm. Aber er war weg, hm? Nein, Sir. Ich meine, ja, er war weg. Wir trafen auf einen Ranger, Sir. Wo sind Mullins? Flores? Flores ist tot, Sir. Mullins ist bei der Leiche. In Ordnung, Corporal. Nehmen Sie Benzin. Holen Sie Mullins. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Sir. Ohne diesen Mann wären wir alle tot, Sir. Ich versprach ihm etwas zu essen und einen sicheren Schlafplatz, Sir. Corporal, verschwinden Sie.
Und Sie sind? Ich bin Deacon St. John. Ich bin Corey. Derek Corey. Oh mein Gott. Huch. Okay. Ja, tut mir leid. Sorry, ich bin etwas müde. Ich bin schon recht lang unterwegs. Ihr Mann Russell sagte, Sie rekrutieren. Sind Sie interessiert? Ich möchte mich gern niederlassen, ein Camp finden. Bin interessiert. Na dann. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. In dem Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst eine positive Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wiederschauen und reingehauen. Ciao, ciao.